Wenzel, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Pandemie hält uns ja exakt seit einem Jahr in Atem. Und die Tatsache, dass wir hier immer noch wie am ersten Tag über grundlegende Fragen zur Erhaltung der Tourismuswirtschaft in diesem Land diskutieren müssen, die besorgt mich und die entsetzt mich auch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich weiß, jetzt kommt der Einwand, die Bundesregierung hat viel gemacht, Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfe etc. Ja, das ist richtig, das sind vielleicht die allernotwendigsten lebenserhaltenden Maßnahmen, aber ein Plan, wie der Patient wieder aus dem künstlichen Koma kommt, ist das nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da sind viele, die Kollegen haben das angesprochen, in der Existenz tatsächlich bedroht. Und deswegen ist zunächst mal das Wichtigste, die angekündigte Hilfe, die muss auch tatsächlich schnell fließen. Und wir brauchen in der Folge auch einen Wiederaufbaufonds, gerade für kleinere und mittlere Unternehmen der Tourismuswirtschaft. Und es geht doch hier nicht nur um Öffnungen, sondern es geht um grundlegende Weichenstellungen. Und wir brauchen endlich mehr und bessere tourismuspolitische Koordinierung zwischen den Bundesländern und auch auf der europäischen Ebene. Das hat diese Krise doch deutlich gemacht. Und es kann doch nicht sein, dass wir nach fast 13 Monaten immer noch nicht in der Lage sind, ein bundeseinheitliches Vorgehen für den Tourismus zu definieren. Mit klaren Regeln, wann geht was, mit welchem Konzept, und sich auch nach der MPK mal alle länger als 5 Minuten dran halten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Gleiche, das brauchen wir auch EU-weit. Von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hätte ich eigentlich erwartet, dass sie eine europäische Initiative dahingehend startet, unter welchen klaren und einheitlichen Bedingungen können wir Reisen in Europa unter Pandemiebedingungen ermöglichen. Fehlanzeige. Und die aktuelle Mallorca-Debatte, die zeigt doch, wie wichtig eine europäische Regelung wäre. Darum müssen wir uns jetzt kümmern. Der Frust und die Wut, die da gerade allseitig entsteht, das schadet doch nicht nur dem Tourismus. Und es schadet über den Tag hinaus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir Strukturen erhalten und vor allem nicht eine ganze Generation von jungen und gut ausgebildeten Touristikern verlieren wollen, dann brauchen wir gerade jetzt kein Durcheinander, sondern koordiniertes Vorgehen. Wir brauchen kein Fahren auf Sicht, Kollege Dohnt. Und da erwarte ich, dass sich die Bundesregierung endlich den Hut aufsetzt. Das hat im Übrigen, und das hat der Kollege Klinge ja auch zu Recht angesprochen, auch etwas mit Wertschätzung zu tun für die Tourismuswirtschaft, die ihr da verweigert wurde in den vergangenen 13 Monaten. Die drückt sich eben nicht nur irgendwie und irgendwann in Geld aus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das hat auch was mit Verständnis und Repräsentanz zu tun. Ich sage nur Unternehmerlohn, die Kollegin Kassner hat es angesprochen. Und ich sage auch Tourismusgipfel. Und dass der Kollege Bareis krank ist, ist das eine. Aber dann würde ich erwarten, dass der Wirtschaftsminister heute bei diesem wichtigen Thema hier auf der Regierungsbank Platz nimmt. Und ja, ich komme auch gleich zum Schluss. Wir befinden uns in einem Spannungsfeld. Die Infektionszahlen steigen wieder. Und wir müssen damit umgehen, auch mit Mutationen. Der Schutz von Leib und Leben hat Vorrang. Aber es geht hier nicht darum, morgen wieder alles undifferenziert aufzusperren. Aber einen verlässlichen Stufenplan, den hätte man nach einem Jahr hier haben müssen. Herr Kollege, Sie teilen das Schicksal anderer. Ich habe Ihnen gerade das Wort entzogen. Nach 20 Sekunden Überziehung finde ich das jetzt auch angemessen. Es tut mir leid. Die Kollegen Paul Lehrieder und CDU-CSU und Bernd Rützel, SPD-Fraktion, haben ihre Reden jeweils zu Protokoll gegeben, sodass ich die Aussprache.